Stufenpyramiden waren die bevorzugten architektonischen Formen dieser alten Baumeister. Es scheint offensichtlich, dass sie von der gleichen Hochkultur geschaffen wurden. Diese Tempel befinden sich jedoch in völlig unterschiedlichen Teilen des Planeten. Der Chichen Itza-Komplex befindet sich in Mexiko. Die Djoser-Pyramide steht in Ägypten. Und das Heiligtum von Koh Kher wurde in Kambodscha entdeckt. In den Lehrbüchern steht, dass alle diese sehr ähnlichen Stufenpyramiden von verschiedenen primitiven Gesellschaften unabhängig voneinander gebaut wurden. Aber das Seltsame ist, dass diese fast identischen Strukturen Hunderte oder sogar Tausende von Jahren überstanden haben und auf dem ganzen Planeten verstreut sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie wirklich von Vertretern derselben alten Hochkultur geschaffen wurden, die die Ozeane leicht überqueren konnten, wären sie auf dem Entwicklungsstand kurz vor dem 20. Jahrhundert gewesen. Die Wissenschaftler haben sogar verdächtige Gebäude gefunden, deren Aussehen sie nicht vollständig erklären können. Oder sie versuchen es gar nicht erst. Im US-Bundesstaat Ohio gibt es einen solchen seltsamen, von Menschenhand geschaffenen Hügel. Er wird Great Serpent Mount oder Großer Schlangenhügel genannt. Experten streiten sich noch immer über das Alter des Komplexes, der sich über 440 Meter erstreckt. Die allgemein akzeptierte Version besagt, dass der schlangenförmige Hügel von Vertretern der Fort Ancient-Kultur um das Jahr 1000 nach Christus erschaffen wurde. Angeblich gab es einfach niemanden sonst, der das hätte tun können. Allerdings hat diese Version nicht jeden überzeugt. Der britische Journalist Graham Hancock bezweifelte diese Schlussfolgerungen und beschloss, eine alternative Studie durchzuführen. Unweit des Schlangenhügels stieß er auf einen ganzen Komplex antiker Gräber, die mit der Adena-Kultur, die 1500 Jahre älter ist als Fort Ancient, zu tun hat. Aber das Unglaublichste ist, dass der Hügel offenbar auf dem Kamm eines alten Meteoriteneinschlagkraters liegt. Die untersuchten Proben zeigten, dass dieser Einschlag vor 125.000 Jahren war und eine starke magnetische Anomalie hinterließ. Kompassnadeln werden in diesem Gebiet buchstäblich wild. Vermessungsingenieure waren erst vor 100 Jahren in der Lage, die Himmelsrichtungen auf dem Schlangenhügel genau zu bestimmen, während die Menschen der Antike dies schon ein paar tausend Jahre früher ohne spezielle Ausrüstung schafften. Sie konnten sogar noch mehr. Der Kopf der Schlange steht in einer Linie mit dem Sonnenuntergang der Sommersonnenwende. Und die Kurven des Hügels dienen als astronomischer Kalender. Und nach der herkömmlichen Version wurde all dies von Menschen gebaut, die nur Hütten errichten und Speere für die Jagd nutzen konnten. Aber was wäre, wenn diese primitive Gesellschaft nur den älteren Komplex bewohnte und alles andere von jemand anderem viel früher gebaut wurde? Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir in einer anderen Ecke der Welt Spuren einer unbekannten antiken Zivilisation mit außergewöhnlichen Baukünsten gefunden haben. Die halb verfallene Tempelanlage Göbekli Tepe in der Türkei. Die ersten Studien zeigten, dass sie nur vor etwa 2000 Jahren errichtet wurde. Göbekli Tepe wäre nur für Spezialisten interessant geblieben, wenn sie nicht mindestens 16 weitere antike unterirdische Kammern während der letzten Ausgrabungen entdeckt hätten. Damit kann die Gesamtfläche des Komplexes mit etwa 20 Quadratkilometern angegeben werden und das ist nur das, was wir bisher gefunden haben. Die Untersuchung ergab, dass die ältesten der Hallen aus dem 10. Jahrtausend vor Christus stammen. Und das ist sogar noch vor der Entstehung einer modernen Zivilisation. Wissenschaftler glauben, dass in jenen Zeiten Jäger und Sammler den Planeten beherrschten. Was könnte sie dazu veranlassen, sich plötzlich zusammenzuschließen und den monumentalen Göbekli Tepe zu bauen? Die Wissenschaft hat dafür keine Erklärung. Unsere Vorfahren konnten die Nachrichten der neuen Ära für die Menschheit unmöglich empfangen. Außerdem entdeckte Giulio Magli, Professor an der Polytechnischen Universität von Mailand, dass Göbekli Tepe kein Tempel, sondern ein echtes Observatorium war. Das liegt daran, dass die Mittellinien zwischen den zentralen Monolithen des Komplexes mit den Azimuten des Sirius während der Sommersonnenwende übereinstimmen. Diese unbekannten Menschen aus der Antike wussten nicht nur viel über die Technik des Bauens, sondern auch über die Astronomie. Was könnte sie dann daran hindern, um die Welt zu reisen? Antike Karten sprechen für die Version einer fortgeschrittenen antiken Zivilisation, die den Globus aktiv erforschte. Auf der Karte von 1513 können wir die Antarktis sehen. Aber wie ist sie dorthin gekommen, wenn unsere Seefahrer den fünften Kontinent erst entdeckt haben, 3 Jahrhunderte später?
Die alte Karte birgt noch weitere Rätsel. Zum Beispiel ist die Küstenlinie der Antarktis, die heute unter dem Eis verborgen ist, mit bemerkenswerter Genauigkeit abgebildet. Die moderne Wissenschaft konnte solche Details erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wiederentdecken. Aber wer könnte uns um Hunderte oder gar Tausende von Jahren voraus sein? Könnten es die Erbauer einer riesigen Pyramide auf der Oberfläche der Antarktis sein? Dies ist ein Fragment eines Satellitenbildes des Ellsworth Mountains, aufgenommen 2016. Sind dies die Überreste der antarktischen Metropole einer alten Hochkultur? Der Schöpfer dieser mysteriösen Karte, der Seemann Piri Reis, behauptete, er habe sein Muster von einem sehr alten Dokument abgeschrieben, aus der bereits zerstörten Bibliothek von Alexandria. Das ist in der Nähe von den großen Pyramiden von Gizeh. Was wäre, wenn die alten Baumeister detaillierte Anweisungen für ihre Nachkommen hinterlassen haben, die später verloren gegangen sind? Auch die Umrisse des damals noch wenig erforschten Südamerikas aus dem 16. Jahrhundert sind auf dieser Karte verblüffend genau eingezeichnet. Berge, Flüsse und einige Seen sind sogar auf dem Kontinent selbst eingezeichnet. Das heißt, dass in der Antike jemand dieses Stück Land nicht nur vom Meer aus gesehen hat, sondern es auch geschafft hat, tief in den Kontinent vorzudringen. Allerdings gibt es auf der Karte von Piri Reis auch Unstimmigkeiten mit unserem heutigen Wissen über die Welt. Auf ihr ist Südamerika durch eine kleine Landenge mit der Antarktis verbunden. Könnte es sein, dass diese Kontinente vor Zehntausenden von Jahren in den Tagen einer unbekannten alten Zivilisation wirklich miteinander verbunden waren? Immerhin haben wir in Südamerika auch viele Pyramiden entdeckt und wir finden bis heute immer wieder neue. Vor kurzem durchsuchten Forscher das Gebiet um ein Dorf in Südbolivien mit LIDAR-Scannern. Und plötzlich entdeckten sie unter der Dschungeldecke ein komplexes Netz von Kanälen und die Überreste mehrerer Steinpyramiden. Archäologen fanden heraus, dass sie zu der bisher unbekannten Kassarabe-Kultur gehörten, die 1000 Jahre älter als die Azteken und Inkas ist. Es scheint, als hätte jemand den amerikanischen Ureinwohnern gezielt komplexe architektonische Fertigkeiten beigebracht, die dann von späteren Zivilisationen übernommen wurden. Biologen bestreiten jedoch vehement die Theorie über die Pyramiden in der Antarktis. Ihrer Meinung nach ist dies nicht das Ergebnis menschlicher Aktivitäten, sondern einer ganz bestimmten Erosion, wie im Fall des berühmten Matterhorns in den Alpen. Aber die Entlarvung einer einzigen Pyramide ändert nichts an der Tatsache, dass es viele antike, von Menschenhand geschaffene Monumente gibt, die über die ganze Welt verstreut sind. Die Ruinen des Gunung Padang-Tempels auf einer der indonesischen Inseln sehen jetzt nicht mehr so beeindruckend aus. Aber in der Antike war es eine Pyramide. Wie der große Schlangenhügel befindet sich auch diese in einem alten Krater. Wissenschaftler glauben, dass der Komplex nicht älter sein dürfte als 9000 Jahre. Eine kürzlich durchgeführte Radiokohlenstoffanalyse hat jedoch gezeigt, dass das untere Grenzdatum von Gunung Padang, also das geschätzte Datum seiner Errichtung, um weitere 20.000 Jahre nach hinten verschoben werden könnte. Die Wissenschaftler entgegnen, dass die Erde damals die schwerste Phase der letzten Eiszeit erlebte, weshalb die Menschen offensichtlich nicht in der Lage waren, riesige Gedenkstättenkomplexe zu errichten. Aber übersehen wir nicht etwas Wichtiges, wenn wir versuchen, Gunung Padang in unsere konventionelle Geschichte einzupassen? Die Eiszeit ist für eine fortschrittliche Zivilisation nicht so beängstigend wie für Jäger und Sammler. Diese Menschen konnten weiterhin durch die Welt reisen und Pyramiden bauen. Immerhin wurden diese nicht nur in Ägypten, sondern in allen Teilen der Welt gefunden. Dies ist der Prasat Baksei Chamkrong Tempel in Kambodscha und hier das Heiligtum des Monte Dacodi im Südwesten Sardiniens, Italien. Und all diese Gebäude weisen auffallende Ähnlichkeiten auf. Die Felsblöcke des Bauwerks in Argolis, Griechenland, sind so fest miteinander verbunden, dass sich nicht einmal ein menschliches Haar durch die Fugen quetschen kann. In der Nähe der Stadt Cusco in Peru wurden Mauern mit ähnlichem Mauerwerk gefunden, obwohl diese Region durch mehr als 11.000 Kilometer und den Atlantischen Ozean getrennt sind. Wenn wir uns die Pyramidenmonumente ansehen, in Ägypten, Japan und sogar auf der Osterinsel, werden wir die gleichen Geschichten erleben. Sogar die Skulpturen dieser Komplexe haben etwas gemeinsam.
Vergleichen wir Artefakte aus Bolivien, der Türkei, Indonesien und der Osterinsel, die ohne eine gut ausgebaute Flotte unmöglich erreicht werden kann. Ist es ein Zufall, dass die alten Azteken eine Legende über einen Gott namens Quetzalcoatl hatten, der angeblich von der anderen Seite des Meeres in einem Boot kam, das sich ohne Paddel von selbst bewegte? Der Legende nach war es Quetzalcoatl, der den Menschen nie dagewesene Fähigkeiten beibrachte, darunter den Bau von Pyramiden. Aber hier kommt ein weiterer seltsamer Zufall ins Spiel. Dieses Bild von Übermenschen, die ihr Wissen weitergeben, findet sich nicht nur in der aztekischen Kultur. Die alten Bewohner Mexikos haben dieses Ereignis in Stein gemeißelt, durch die Darstellung einer Person Gaben des göttlichen Wissens gewährt. Es sieht aus wie eine gewöhnliche moderne Tasche, nicht wahr? Aber ähnliche Szenen der Wissensübertragung durch alte Weisen finden sich überall auf der Welt. Sie wurden in den hintersten Ecken des Göbekli Tepe entdeckt, an den Wänden der erhaltenen assyrischen Tempel und sogar in sumerischen Kunsthandwerken. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Vertreter einer alten Zivilisation problemlos die Ozeane überqueren und primitiven Menschen Wissen vermitteln konnten, würde dies bedeuten, dass ihr Entwicklungsstand dem unserem im 20. Jahrhundert entspricht. Könnte eine solche Gesellschaft fast spurlos verschwinden? In einem kürzlich erschienenen Artikel in Scientific Reports gaben amerikanische Wissenschaftler die Ergebnisse von Langzeitausgrabungen in der Nähe der Stadt Tell el Amam in Jordanien bekannt. Eine 1,5 Meter dicke Bodenschicht, die vollständig aus verbranntem organischem Material, Asche und Knochensplittern bestand, entpuppte sich plötzlich als Ort einer uralten Weltraumkatastrophe. Um 1650 vor Christus wurde diese Siedlung durch die Explosion eines bis dahin unbekannten Meteoriten zerstört. Wissenschaftler bemühten sich, zumindest irgendeine Erwähnung eines solchen Kataklysmus zu finden, aber sie fanden nur biblische Legenden über die Zerstörung von Sodom und Gomorra, buchstäblich durch Feuer vom Himmel. Und obwohl eine solche Katastrophe nicht ausgereicht hätte, um eine ganze Zivilisation auszulöschen, gibt es eine uralte Legende über eine globale Katastrophe, die sich ebenfalls als begründet erweisen könnte. Der Mythos der Sintflut befindet sich nicht nur in der Bibel, aber auch in den Märchen der indigenen Völker Amerikas und sogar in den Legenden der australischen Ureinwohner. Die alten Finnen brachten dieses Ereignis sogar mit dem Ende der Welt in Verbindung. Wenn die Sintflut wirklich so global war, wäre selbst eine hochentwickelte antike Zivilisation in Schwierigkeiten geraten. Und einige Daten deuten darauf hin, dass die Erde vor etwa 13.000 bis 15.000 Jahren die sogenannte kataklysmische Periode erlebte. Es war, als ob alle Stürme auf unserem Planeten gleichzeitig wuteten. Aber was könnte die Ursache dafür gewesen sein? Bodenproben aus dieser Zeit enthalten zahlreiche Nanodiamantablagerungen. Dies sind mikroskopisch kleine Kristalle, die gebildet werden als Ergebnis der starken Einschläge von Kometen oder Asteroiden. Aber wenn die Flut durch den Einschlag verursacht wurde, wo ist dann das Zentrum? Richard Firestone, ein analytischer Chemiker am Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien, fand heraus, dass die meisten Nanodiamanten in Bodenproben aus Nordamerika stammen. Aber damals war das gesamte Gebiet des heutigen Kanada mit einer dicken Eiskruste bedeckt. Und wenn der Komet dort eingeschlagen wäre, hätte das sofortige Schmelzen einer enormen Menge an Eis eine verheerende Welle bedeutet, die eine globale Flut verursacht haben könnte. Es wäre jedoch zu spekulieren, ob sie eine ganze Zivilisation hätte auslöschen können. Die wenigen Überlebenden konnten sich theoretisch in verschiedenen Teilen des Planeten niederlassen, um zu versuchen, frühere Stärke wiederzubeleben und gleichzeitig Fragmente ihres Wissens an andere, primitivere Zivilisationen weiterzugeben. Es ist erstaunlich, aber der Datierung nach zu urteilen, könnten die Überlebenden der geheimen Apokalypse diejenigen sein, die Göbekli Tepe gebaut haben. In der Zwischenzeit jagte und sammelte der Rest der Menschheit, da sie bereits über die notwendige Technologie verfügten und gut zu kooperieren wussten. Aber wenn ein solch monumentales Gebäude von Menschen errichtet wurde, die von Katastrophen erschöpft waren, wozu waren sie dann auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes wirklich fähig? Wieso haben wir sie nie gefunden? Obwohl wir uns für eine ziemlich fortschrittliche Zivilisation halten, die in der Geschichte des Planeten sicherlich ihre Spuren hinterlassen hat, überschätzen wir uns in Wirklichkeit gewaltig. Wenn unsere Zivilisation jetzt verschwindet, wird es in 200 Jahren auf dem Planeten
so gut wie keine Spuren mehr geben von Pflanzen zum Beispiel, die von Menschen kultiviert wurden. In 10.000 Jahren werden die Städte fast vollständig verschwunden sein, bis auf die verbleibenden großen Steine, die wahllos über den Globus verstreut sind. Und wir haben gerade etwas Ähnliches gefunden. Die Unterwasserstraße von Bimini in der Nähe der Bahamas wird auch als Straße nach Atlantis bezeichnet. Sie besteht aus 700 Meter fein säuberlich angeordneten Kalksteinblöcken. Der wahre Ursprung dieser Struktur ist immer noch umstritten und unter Wissenschaftlern gibt es keine einzige plausible Erklärung. Aber wohin könnte diese enorme Straße führen? Könnte es sein, dass in früheren Zeiten, vor der Sintflut, der Meeresspiegel deutlich niedriger war und die antike Zivilisation den gesamten Planeten mit solchen Autobahnen vernetzt hat? Es klingt gar nicht so verrückt, wenn man bedenkt, dass man von der Antarktis, die noch nicht mit Eis bedeckt war, leicht zu den meisten anderen Kontinenten gelangen konnte. Genau wie es auf der antiken Karte eingezeichnet ist. Vielleicht finden wir eines Tages die Ruinen ganzer Metropolen unter dem Eis. Aber wenn eine unbekannte antike Zivilisation so fortgeschritten war, gibt es ein Problem. Wenn wir verschwinden, werden sich das Glas und der Kunststoff unserer Gebäude und Maschinen in etwa 15 Millionen Jahren zersetzen. Und nach nur wenigen 10.000 Jahren hätten wir bestimmt ähnliche Spuren der früheren Zivilisationen gefunden. Oder nicht? Die Quelle all unserer Kunststoffe ist Erdöl. Die Menschen des Altertums konnten damit nichts anfangen oder hielten es für nutzlos. Es ist auch möglich, dass sie die schädlichen Auswirkungen synthetischer Materialien auf den Planeten vorhergesehen haben und ihre Produktion einfach aufgaben. Mit anderen Worten, eine solche Zivilisation könnte völlig organisch gewesen sein und daher keine Spuren hinterlassen haben. Aber der Entwicklungsstand wird nicht mehr so sehr durch die Technologie bestimmt, sondern durch die Struktur der Gesellschaft. Und wenn die alten Weisen nicht wie wir Plastik verwendet haben, konnten sie andere Wege finden, ihre Zivilisation zu organisieren. Entgegen unseren Vorurteilen müssen alte Gesellschaften nicht unbedingt primitiv sein. Zu diesem Schluss kam der amerikanische Anthropologe David Graeber, der verschiedene alternative Strukturen alter menschlicher Gesellschaften untersucht hat. So könnte es in der Frühphase der Entwicklung auch unserer Zivilisation Stämme mit einem ständigen zyklischen Rollentausch gegeben haben. Einmal alle paar Monate wurden Sklaven zu Häuptlingen und umgekehrt. Auf diese Weise konnten sie nicht nur persönliche Gegenstände, sondern sogar Namen ändern. Nach einer Welle wurde alles wieder normal. Außerdem, in seinem Buch The Dawn of Everything beschreibt er die primitiven Stämme, die nur aus exzentrischen Menschen bestanden, die bewusst keine Hierarchien einhielten. Vielleicht haben ähnliche, verrückte Prinzipien der sozialen Organisation einer unbekannten antiken Zivilisation geholfen, alternative Wege der Entwicklung zu finden und sich viel schneller zu entwickeln. Sogar auf der Grundlage von Technologien, die uns heute organisch und unbedeutend erscheinen. Das Problem ist vielleicht nicht, dass eine hochentwickelte antike Zivilisation so unsichtbar ist. Es ist nur so, dass es für uns mit unseren Vorurteilen sehr schwer ist, sie zu finden. Aber eines Tages werden wir uns vielleicht über sie erheben und alle fehlenden Mosaiksteine einer unbekannten, alten Zivilisation finden. Aber in manchen Dingen unterscheiden sich die Menschen der Antike vielleicht gar nicht so sehr von uns. Das indische Epos, das Mahabharata, beschreibt eine Explosion so hell wie 10.000 Sonnen, nach der eine riesige Rauch- und Feuersäule aufstieg. Das klingt verdächtig nach einer nuklearen Explosion, nicht wahr? Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie sie aussehen könnte. Glaubst du, dass eine hochentwickelte antike Zivilisation wirklich existiert hat?